Ja, es ist spannend, wenn man denen ständig auf Danke sagen. Und es geht da eigentlich vor allem allen Personen, wenn ich mir Danke sage. Es ist, ich nehme sich auch nicht klar, dass wenn man Jugendliche nicht mal sehen und anfangen zu schreiben, dass es dann vor allem wichtig ist, dass man aus dem privaten Umfeld viel Motivation bekommt, wenn man keine Ahnung hat und viel Unterstützung braucht. Aber je weiter dass man voranschreitet, desto weniger wichtig ist, dass die Mutter findet, ja, ist schon gut, dass du machst. Dass der beste Freund eigentlich motiviert und sagt, jetzt schreibst du nochmal 10 Verlage an. Irgendwie braucht man etwas, einen Coach, der einen nicht bloß lobt, sondern eben auch weiterbringt. Und ich bin auch mal in der Stunde, dass ich jetzt hier schon will, wo wir im April mit dem Buch ganz fertig waren, nach langer Arbeit, habe ich ein E-Mail von meiner Lektorin bekommen, sie versteckt sich hinten oder hinten. Und ja, dort ist sie und lacht schon, wie sie weiß, wer es kommt. Und dann hat sie drin geschrieben, Severin, wenn du als Schriftsteller in Zukunft hast, dann musst du lernen, besser zu schreiben. Und ich bin ja sehr dankbar, dass in dem Moment, wo ich so ein Zeug sehe, ist schon ein Job. Ich weiß, dass sie das nicht macht, so wie ich irgendwie aber mache, sondern sie sagt dann auch, das Buch ist gut gekommen. Es geht eben darum, dass man immer noch etwas lernt. Und ich denke, das kann man in den Büchern, die ich geschrieben habe, das ist jetzt das vierte. Und das erste, was ich geschrieben habe, das ist so schlecht gewesen, das hat man. Das ist nie veröffentlicht worden. Ich frage mich manchmal, wie die Edition 8 hätte können wir dort mal sagen, ja, versuch es noch, was du willst. Ich habe nicht bloß Unterstützung, sondern vor allem auch kritisiert, das ist ganz wichtig.